Also in diesem Objektiv befinden sich die verschiedenen Linsen, die dann den Mikrochip beleuchten. Hallo, hallo MINT-Fans, ich bin's Anna und heute bei Zeiss. Warum fast jeder von uns mittlerweile ein Stück Zeiss bei sich trägt, das erfahren wir heute, denn ich darf jetzt eine Feinoptikerin treffen. Hallo! Hi! Wer bist du? Ich bin Iva und bin eine Azubine hier bei der Carl Zeiss AG und mache die Ausbildung zur Feinoptikerin. Und kannst du mir meine Frage beantworten, warum jeder ein Stück Zeiss mit sich trägt? Naja, in jedem Handy stecken die Mikrochips und Zeiss ermöglicht die Herstellung der Mikrochips. Mhm. Und kannst du mir zeigen, wie das geht? Na klar, komm mit. Platz. Also in diesem Objektiv befinden sich die verschiedenen Linsen, die dann den Mikrochip beleuchten. Wie du siehst, findet man hier diese Struktur, die dann dadurch entstehen. Diese Baugruppe ist sozusagen das Herzstück dann in dieser riesigen Maschine, die dann die Mikrochips herstellt. Sehr cool. Und du hast gesagt, du bist Azubine. Genau. Und wie lange macht man eine Ausbildung? Also regulär ist 3,5 Jahre, aber man kann auch früher auslernen, je nachdem, wie der Notenschnitt dann ist. Und was braucht man für Voraussetzungen? Muss man dafür dann Abitur haben oder reicht mittlerer Schulabschluss? Mittlerer Schulabschluss reicht, genau. Und hattest du immer Interesse, Richtung Mathematik, Technologie, Physik zu gehen? Also es hat mich immer schon fasziniert. Also ich mache gerne hobbymäßig Bilder, Fotos. Und allein schon die Objektive, das passt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das hat dann gut gepasst, ja. Was macht dir denn hier am meisten Spaß? Also ich finde es eigentlich voll cool, dass ich hier Sachen herstelle, das den Menschen hilft, wie zum Beispiel jetzt Brillengläser oder einfach Bauteile, die in Mikroskope eingesetzt werden, die dann in Arztpraxen sind. Und das ist dann so ein kleiner Stolz auch für mich und macht mir schon Spaß. Ja. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja. Ich würde voll gerne noch mehr sehen. Ja klar, let's go. Wir sind jetzt wo? In der Lehrwerkstatt, wo ich lerne. Aha, und ich sehe, da läuft was. Genau, da läuft schon mal die Linse. Und zwar, die läuft auf einer Schale mit Pech, also mit einem Belag, der nennt sich Pech. Besteht aus verschiedenen Harzen und genau weil das Pech so weich ist, passt es sich sehr gut an die Linse an. Somit wird die Linse überall gegriffen und perfekt bearbeitet. Und da ist so eine weiße Flüssigkeit, wozu ist die? Genau, das ist das Poliermittel. Das ermöglicht dann einfach die durchsichtige Fläche dann einfach, damit es transparent ist. Ich verstehe. Kann ich das auch machen? Ja, klar. Du kannst diese Linse jetzt hier mal aufspindeln. Also einfach da raussetzen und dann drehen quasi. Vorsichtig. Ja, das ist perfekt. Jetzt kannst du Poliermittel drauf. Und jetzt kannst du schon mal die Spindel hier einschalten. Dann nimmst du die Schale und kannst sie einfach drüber bewegen. Genau. Also damit wir das nicht immer mit Hand machen müssen, tut der Hebel das automatisch dann über die Linse bewegen, die Schale. Und es ist auch viel genauer mit der Maschine. Die Handarbeit wird eigentlich zum letzten Schliff sozusagen dann für die Regelmäßigkeit. Genau. Also wird heutzutage doch nicht alles mit Maschinen gemacht, so wie man das immer erwartet. Das ist auch wichtig beim Pechpolieren. Also gerade jetzt, dass man viel mit der Hand auch macht. Mhm. Die Handbewegungen machen es auch aus, ja. Und wenn es fertig ist, wie geht es dann weiter? Dann mache ich die Linse sauber und gehe dann schon zum Prüfen. Wollen wir da hin? Natürlich. Wir stehen vor einem Computer. Also ja, Computer, aber das Ganze nennt sich hier Interferometer. Das ermöglicht mir das Prüfen der Oberfläche, also wie gut ich poliert habe sozusagen. Also jede Linse hat so ihr perfektes Gegenstück. Ah. Und darauf nullen wir den Interferometer dann, also dann stellen wir das hier auf. Also die drei Streifen bedeuten jetzt null? Genau, also jetzt haben wir den Interferometer auf null eingestellt und jetzt prüfe ich meine Linse. Und dann sehe ich anhand des Live-Bildes, wie viel meine Linse der perfekten Linse abweicht. Was wäre jetzt der nächste Schritt nach dem Polieren und dem Prüfen?
Also wenn meine Linse perfekt genug ist, beziehungsweise wenn ich sie nicht mehr weiter bearbeiten muss, wird sie nach Sauberkeit geprüft, beziehungsweise ich schaue, ob alles keine Kratzer, keine Beschädigungen drauf sind und dann wird sie nochmal feinst poliert. Und dafür gibt es auch einen Ort? Ja klar, die Dunkelbox. Lass uns da hin. Also das ist die Lichtbox? Genau, und hier prüfe ich die Sauberkeit. In der Feinoptik ist die Sauberkeit das A und O eigentlich. Mhm. Hier prüfe ich nach Staub, Beschädigungen, Kratzer. Und das können wir gerne jetzt zusammen machen. Und zwar, hierfür ziehe ich die Handschuhe an. Dann verwende ich ein kratzfreies Baumwolltuch. Und dann putze ich die Linse schön mit großen Bewegungen und reibe es dann nochmal trocken. Und dann prüfe ich einfach von beiden Seiten, ob der ganze Staub weg ist, ob ich noch Kratzer habe. Dafür nehme ich so eine 6x-Lupe. So, und wenn du sauber geputzt hast, siehst du eigentlich keinen Staub mehr oben. Wenn du da auch viel mit den Händen arbeiten musst, dann ist es ja bestimmt sehr viel Feinarbeit. Ist es nicht manchmal auch anstrengend, dann so konzentriert zu sein? Ja, also am Anfang schon, aber man gewöhnt sich mit der Zeit. Als Feinoptiker muss man eigentlich immer genau arbeiten. Deswegen gehört das eigentlich immer dazu. Also man findet bestimmt auch seinen Spaß daran, wenn man das macht. Ja, natürlich. Also und voll. Ist es jeden Tag das Gleiche? Ich bekomme eigentlich immer verschiedene Aufträge. Mhm. Also sei es andere Linsen, verschiedene Linsen, andere Prismen zum Bearbeiten. Also es ist eigentlich immer abwechslungsreich. Du hast gerade von Prismen gesprochen, das erinnert mich an Mathematik. Muss man da sehr Mathe-affin sein oder auch vielleicht Physik-affin? Also ich bin kein Mathe-Genie, aber ich auch nicht. Aber ich finde eigentlich, es reicht also ganz normal Mathe zu können. Ja. Und ich schon. Gehören da noch andere Komponenten zu, also Fächer? Also Mathe, Physik, das ist eigentlich schon Standard hier. Kannst du noch andere Dinge nennen, die vielleicht wichtig sind, wenn man hier arbeiten möchte, auch für die Zuschauer? Also Ordnung ist hier ganz wichtig, Sauberkeit, damit alles, also man sollte immer darauf achten, dass alles wirklich sauber ist, der Arbeitsplatz. Es dürfen keine Poliermittelreste irgendwo sein, weil das könnte alles zur Beschädigung führen, beziehungsweise Kratzer. Und Kratzer sind nie gut auf einem Glasoptikteil. Nee. Glaubst du, die Zukunftschancen für diesen Beruf stehen gut? Sehr gut. Also gerade eben so Brillen braucht man immer. Ja. Die Digitalisierung ist auch, wird immer weiter fortgeschrittener. Und ich glaube, da kommt man sehr gut hinterher. Wem würdest du den Beruf empfehlen? Naja, jedem, der zur Zukunft beitragen möchte. Also gerade weil alles immer fortgeschrittener wird mit der Digitalisierung und allem. Wie gesagt, das Objektiv, da gehört viel Teamwork dazu. Also wer gerne im Team arbeitet, dann einfach, wer gerne mit Händen arbeitet. Also, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank für das tolle Interview. Gerne. Ich wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Ein Tag bei der Feinoptik geht vorbei. Also liked doch gerne das Video und kommentiert, was euch am besten gefallen hat. Folgen nicht vergessen und schaut euch doch auch gerne die anderen Videos an. Bye.